Hat sich der Führer für den Bau an sich eigentlich sehr interessiert? Oh, das kann man wohl sagen. Er hat bei mehreren ganz plötzlichen Besuchen den Fortgang der Umgestaltung verfolgt. Nun muss ich zur Probe. Die erste Probe im neuen Haus. Herr Hitler! Herr Hitler! Halt, 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 so geht das nicht. Meine lieben Freunde, kommen Sie mal alle ein bisschen näher. Sehen Sie mal, das ist nicht die Stimmung, die wir für Meistersinger, für die Fürstermädchen, für die Nürnberger Mädchen und Buben und Männer brauchen. Nehmen Sie das Lachen aus der Tasche zu diesen sonnigen Szenen. Ungefähr so. Die Männer der nationalsozialistischen Regierung, an ihrer Spitze der Führer selbst, haben sich leidenschaftlich gegen den Gedanken der Aufgabe dieses Hauses zur Wehr gesetzt. Und zwar aus der Überzeugung heraus, dass je größer unsere nationale und soziale Not sei, umso notwendiger es erscheinen müsse, dem Volk seine Voraussetzungen zur künstlerischen Betätigung zu lassen. Testsitzung der Reichskulturkammer im Deutschen Opernhaus. Der Deutsche Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit, zuerkannt. Mit einem Fleiß ohnegleichen, mit vorbildlicher Genauigkeit, mit größtem technischem und künstlerischem Können wurde hier eine Leistung vollbracht, die nicht nur bei uns, sondern auch in der Presse des Auslandes die größte Bewunderung fand. Konzert in einem Panzerkampfwagenwerk. In der Arbeitspause spielt das Orchester des Deutschen Opernhauses unter der Stabführung von Hans Schmidt-Isserstedt.